Istanbul, die uralte Nahtstelle zwischen Europa und Asien, ist mit seinen fast 2 Millionen Einwohnern zwar nicht die Hauptstadt der Türkei, aber unzweifelhaft deren wirtschaftliche und sportliche Metropole. Für die Fußballer ist dort Sommerpause, für die Ringer aber Hochsaison. Ihnen gehört die Gunst des Publikums. Direkt am Bosporus liegt das Mishat Pasha Stadion. Eine reizvolle Kulisse für Ringer-Europameisterschaften, die schon einmal 1949 an dieser Schwelle vom Orient zum Okzident abgehalten wurden. Das Publikumsinteresse könnte so manchen Schatzmeister eines Fußball-Bundesliga-Vereins vor Neid erblassen lassen. Rund 100.000 Menschen passierten insgesamt an den 3 Wettkampftagen die Eintrittstore. Und auch die Händler durften mit dem Geschäft zufrieden gewesen sein. Freitagnachmittag, Eröffnungsfeier. Über 90 Ringer aus 17 international zugelassenen Verbänden marschieren ein. Nach dem türkischen Alphabet vorne draus Österreich, dann das Aufgebot der Bundesrepublik mit Neff, mit Tempes, mit Alt, mit Trainer Ostermann, Rost, Knoll, Dietrich und Kiel und das fünfköpfige mitteldeutsche Aufgebot. Die Russen, die sie vornehmlich aus Armeniern rekrutieren, dann Gäste aus Tunis und natürlich als Favoriten die Türken. Sie wollten unbedingt die Nationenwertung gewinnen, die sie im letzten Jahr in Karlsruhe knapp an die Russen verloren hatten. Eindrucksvoll bei der Eröffnungsfeier eine Totenehrung für das türkische Ringeridol Yasar Doğu, Olympiasieger und mehrmaliger Europameister in den ersten Nachkriegsjahren. Seine Mannschaftskameraden von 1946 trugen sein Bild mit. Im Fahnenwald auch für die beiden deutschen Aufgebote die Olympiafahne, der die Mitteldeutschen nach anfänglichem Sträuben schließlich zugestimmt hatten. Und gleich im ersten Kampf für den deutschen Fliegengewichtler Paul Neff die wohl schwerste Aufgabe, die ihn überhaupt beim Losen treffen konnte, der Titelverteidiger Esenseli aus der Türkei. Im Vorjahr hatten sich die beiden in Karlsruhe unentschieden getrennt und in der Höhle des Löwen war natürlich der Türke Favorit. Paul Neff ist 29 Jahre alt, Feldhüter von Beruf, 13 Mal deutscher Meister. Links im Bild. Er brachte bis vor wenigen Wochen noch das Bantamgewicht und musste, um in Istanbul starten zu können, etwa 14 Pfund Gewicht abkochen. Trainer Ostermann gibt ihm noch gute Ratschläge und auf der Gegenseite wird auch der Türke entsprechend mit guten Tipps versorgt. 2:2 nach der zweiten Runde. Es wird ja immer in 3 Runden jetzt gekämpft. Die Runde A, 3 Minuten reine Kampfzeit. Und das ist der entscheidende Griff. Esenseli versucht einen Beinangriff und Neff hat gekontert und hat zur größten Überraschung der und des Türken Esenseli heruntergebracht. Das ist einwandfrei eine Wertung für Paul Neff und der Sieg für Paul Neff, dem nun alle Tore offen stehen. In der Zwischenzeit ist die Nacht hereingebrochen, die Abendveranstaltung und Wilfried Dietrich, unser deutscher Schwergewichtler rechts, hat mit dem Ungarn Laszlo Nirsch den wohl schwersten Brocken des Turniers erwischt. Dietrich jetzt 115 Kilo schwer, der Ungar brachte 138 Kilo auf die Waage, also 23 Kilo mehr. Die beiden sind sich noch nie gegenübergestanden und verblüffen dann Dietrich seine Schnelligkeit und auch seine exzellente Technik. Der Ungar,
Man sieht, er trägt ein ganz anständiges Bröcklein spazieren. Und das ist etwas Neues. Das war vielleicht der einzige Schönheitsfehler dieser Veranstaltung. Denn am Abend zeigte sich eben, dass die Luftfeuchtigkeit vom Bosporus sich auf der Matte niederschlug und es wurde regelrecht glitschig. Und für die Kämpfer war es äußerst schwer, hier ohne Rutschparkett durchzukommen. Gerade für Dietrich als den besseren Techniker war es äußerst gefährlich, mit einem so schweren Mann auf die Matte gehen zu müssen. So bravourös, wie er diesen Überstürze geschafft hat. Im Freistil sind ja die Griffe vom Scheitel bis zur Sohle erlaubt. Allerdings kein Verdrehen der Gelenke und kein Ziehen in den Ohren oder Haaren. Freistil hat also mit Catch nichts zu tun. Und achten Sie jetzt einmal auf diese Situation, die wir Ihnen gleich noch einmal aus anderer Perspektive zeigen. Das zeigt deutlich, wie leicht man bei diesen Bodenverhältnissen, wenn ich schon so sagen darf, abrutschen kann. Dietrich wird das gleich erleben. Jetzt rutscht er ab und Niersch braucht sich nur auf ihn zu wälzen. Und schon hat er eine Wertung gegen Dietrich herausgeholt. Und hat praktisch ausgeglichen zum 2:2. Dietrich ist von Anfang an der treibende Mann in diesem Kampf. Und wieder hat er den Ungarn heruntergeholt, klar innerhalb der Begrenzung, also eine Wertung für ihn. Und aus der ungarischen Ecke wird der dicke Mann noch einmal mächtig angefeuert, aber es nützt ihm wenig. Der Kampf ist aus, Dietrich hat seinen ersten Kampf gewonnen und mit sich und der Welt etwas unzufrieden geht Niersch in seine Ecke. Zweiter Wettkampftag und gleich ein schwerer Gang für den neunmaligen deutschen Meister Heinz Kiel im dunklen Trikot, der auf den türkischen Publikumsliebling Ahmet Ajik, einen 29 Jahre alten Polizisten aus Ankara, trifft. Ajik ist Olympiazweiter von 1964 und Weltmeister des Jahres 65. In dieser Klasse darf man bis 97 Kilo wiegen. Und hier kommt Kiel schon eindeutig in Rückstand. Erstaunlich die Schnelligkeit dieser beiden. Da legt sich Kiel, man möchte schon fast sagen, in die Schusslinie des Gegners und kommt natürlich dadurch auch prompt zu Boden. Noch rettet ihn die Bauchlage vor der Schulterniederlage, aber mit Arm- und Beinfessel wird Ajik das Werk vollenden. Für die Schulterniederlage wurden früher 2, jetzt nur noch 1 Sekunde verlangt. Und nach knapp 2 Minuten ist es soweit. Schultersieger Ajik und ausgeschieden Heinz Kiel. Riesenbegeisterung im Stadion. Und wir suchten nach den Wurzeln dieser Ringsportbegeisterung, machten über Bosporus und Landstraßen einen Abstecher ins Landesinnere und stießen in einem Dorf auf diese Gruppe. Pelivan, zu Deutsch Ölringen, ist das Zauberwort, das uns die Erklärung für den unvorstellbaren Ringsportenthusiasmus der Türken liefern sollte.